So, hi ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Vlog. Keine Ahnung, wie oft ich den Vlog schon angefangen habe. Ich glaube mittlerweile zum dritten oder vierten Mal. Jedes Mal filme ich eine Sequenz und dann komme ich wieder nicht dazu. Dann bleibt es wieder zwei, drei Tage liegen oder sogar länger. Und dann finde ich es nicht mehr so gut. Sorry, wenn ich hier so ein bisschen komisch eingepackt aussehe. Aber ich bin gerade draußen mit Luna, wie man es vielleicht unschwer erkennen kann. Leute, es ist arschkalt. Aber sowas von kalt. Es ist 1 Grad. Also kein Minus, sondern 1 Grad. Aber durch diesen blöden Wind fühlt sich das an, als wären minus 20 Grad. Puh, ich kann euch sagen. Und wir frieren die Hände ab. Ja. Ich fahre jetzt nachher, wenn mein Mann zu Hause ist, wenn ich das Auto habe, ich hoffe, ihr hört mich überhaupt, mit Selina kurz in Müller. Da gibt es so eine Aktion, da gab es Gutscheine im Müller-Prospekt, dass man DVDs, ich glaube, eine günstiger bekommt oder eine sogar umsonst, wenn man drei kauft, also irgendwas auf 30%. Keine Ahnung, muss ich nochmal gucken. Und Selina sammelt ja DVDs, deswegen fahren wir kurz in den Müller. Ja, aber jetzt laufe ich erstmal mit Luna eine Runde, weil ich habe noch ein bisschen Zeit, bis mein Mann kommt. Oh, und Luna ist ein Hund, die bleibt jede Sekunde irgendwo stehen und guckt und guckt und guckt. Und ich friere mir hier den Popo ab. Ja, also bei Luna ist es Spazieren stehen und nicht Spazieren laufen. Also es ist echt richtig. Aber was will man machen? Wir haben Dezember. Und von daher darf es auch kalt sein, würde ich sagen. Ne? Ja, deswegen habe ich mir gedacht, wenn ich jetzt heute in den Müller fahre, nehme ich euch ein bisschen mit. Ich habe es mir zwar schon ein paar Mal vorgenommen, euch mitzunehmen, aber irgendwie habe ich es immer wieder vergessen. Wenn ich dann im Geschäft bin, merke ich, dass ich die Kamera nicht ausgepackt habe. Naja. Ich laufe jetzt ein paar Meter noch mit der. Ich habe mich heute auch ein bisschen geschminkt. Ich hatte irgendwie Lust drauf. Gestern war ich ja arbeiten. Und war leicht anstrengend. Ich war um 10:30 zu Hause. Dann schnell unter die Dusche und dann ab ins Bett. Weil heute Morgen um 4:30 hat der Wecker wieder geklingelt. Ja, und seitdem bin ich auf den Beinen. Ich habe meinen Haushalt gemacht. Ich habe jetzt gerade was gegessen. Wir haben jetzt 11:30 und jetzt warte ich noch auf den Postboten, weil es soll noch ein Paket ankommen von der lieben Isabel. Wir haben ein kleines Tauschpaket gemacht, kleine Süßigkeiten Tauschpaket. Allerdings werden wir das nicht abfilmen. Warum, weshalb, erzähle ich euch vielleicht noch in dem Vlog, wenn das Paket ankommt. Ja, also wie gesagt, ich laufe jetzt noch ein paar Meter und ich mache jetzt mal kurz die Kamera aus. Ich zeige euch noch Luna, bevor ich die Kamera ausmache. Weil ich bin faul und mir nehme ich die Finger ab. Und ich weiß gar nicht, ob ihr mich versteht. So, hier seht ihr noch mal kurz Luna beim Spazieren gehen. Wie gesagt, jetzt läuft sie mal ein paar Sekunden. Dann bleibt sie wieder stehen und guckt sich alles an. Da hinten sind wieder ihre Lieblingspferde. Und ja, jetzt steht sie schon wieder und guckt sich in der Gegend um, weil ja jedes Geräusch, jede Person so interessant ist, obwohl eigentlich gar nichts da ist. Aber Madame muss gucken. Genau. Also ihr Lieben, ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt. Nico, wir sitzen mal mit Hermaus. Auf, wir gehen weiter. Ich verabschiede mich jetzt, bis später. Und dann sehen wir uns. So, ihr Lieben, ich bin wieder zu Hause, wie man unschwer erkennen kann. Ich habe heute den CIA-Pullover an. Ich werde jetzt noch saugen. Und dann bin ich soweit fertig. Dann werde ich mir eine andere Hose anziehen, weil ich bin noch in der Wohlfühlhose. Und andere Schuhe. Und dann wird auch mein Mann kommen. Ich wollte euch mal noch meine Weihnachtsdeko zeigen.
Ich habe Fenster geputzt und habe dekoriert. Da hinten sieht man schon ein bisschen. Ich habe es euch schon auf Instagram gezeigt. Luna liegt jetzt auch hier und schläft so halbwegs. Beobachtet mich aber genau. Ja, also das ist jetzt, ich drehe es euch mal rum und dann seht ihr es. So, das ist jetzt meine Weihnachtsdeko. Wenn die Kamera noch fokussieren möchte, genau. Da seht ihr jetzt das Home-Schild. Das habe ich mir im Action gekauft, auch den Weihnachtsmann da üben. Den habe ich schon länger. Der wackelt, wenn die Sonne scheint. Ja, und das hier, das kann ich euch mal anmachen, Moment. Das habe ich noch vom letzten Jahr aus dem Action. Das sieht dann so aus. Und die Lichterkette sieht man jetzt nicht genau, weil es so hell ist. Und das hier ist die zweite Deko, die habt ihr ja schon auf Instagram gesehen. Also die Kamera geht mir heute echt auf den Keks. Ja, man beachte nicht den Kaktus. Das habe ich auch alles vom Action, außer das Rentier hier. Das habe ich von der Virginie letztes Jahr bekommen. Da kann ich euch auch mal kurz die Lichterkette anmachen. Die geht dann ums ganze Fenster. Allerdings, wie gesagt, sieht man das jetzt nicht so richtig. Im Dunkeln sieht man das besser. Ja. Und ansonsten habe ich eigentlich keine Fenster dekoriert, weil das eigentlich so der Hauptraum ist, wo wir uns aufhalten. Ja, also wie gesagt, ich sauche jetzt noch. Und dann nehme ich euch später mit. So, ihr Lieben, wir sind jetzt in Müller. Und wo stehen wir? An der DVD-Abteilung. Madame kann sich mal wieder nicht entscheiden. Die sieht man gar nicht. Jetzt ist ja auch nicht bald Weihnachten, ne? Sie kriegt auch noch von ihrem Bruder DVDs, aber... Ah. Die haben auch Honig im Kopf. Das ist Chris Hemsworth. Der Lieblingsschauspieler. Ah, den Film möchte ich gucken. Erstmal gucken, ob wir uns haben. Die haben ja Black Panther leider nicht. Das kann sich noch eine Stunde handeln. So, ihr Lieben, wir sind jetzt noch ein bisschen im Marker. Und versuchen gerade noch was fürs Abendessen zu holen. Und meine Kamera, die hat irgendwie keine Lust, heute zu fokussieren. Selina hat sich jetzt 3 DVDs gekauft. Die Mama hat eine mitgenommen, Gott sei Dank. Müsste ja so sein. Ja, heute Abend gibt es Hähnchenschenkel, unschwer zu erkennen. Und Nuggets. Und 3 Filme werden geguckt. Und für mich gibt es vegetarische Nuggets. So, hi ihr Lieben, wir sind jetzt gerade vor 2 Stunden wieder nach Hause gekommen. Wir haben jetzt kurz vor 20 Uhr. Wir haben auch schon gegessen. Da hinten seht ihr noch einen Rest vom Essen. Wir hatten Salat, Hähnchenschenkel und ein paar Pommes und selbstgemachte Kroketten. Und ich habe Gemüse-Nuggets gegessen. Selina wollte euch noch kurz ihre DVDs zeigen, die sie jetzt doch mitgenommen hat. Das ist einmal die hier. Infinity War. Civil War. Luna! Und genau. Ich weiß gar nicht, wie du heißt. Da will sie jetzt DVD-Abend machen. Hä? Den Ende kenne ich schon. Und ich habe ein Paket bekommen, das habe ich euch aber gesagt, von der lieben Isabel. Das habe ich hier. Ich habe es auch schon aufgemacht. Ich kann euch mal kurz reingucken lassen. Die Isabel hat alles so richtig schön. Ja, stört euch hier nicht an meinen Sachen, muss ich nur wegräumen. Alles hier richtig schön eingepackt und ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich nicht doch ein Video drüber machen soll. Ja, mal gucken. Ich werde mich dann abschminken, genau. Ich weiß nicht, ob man das so noch sehen kann. Und dann. Morgen muss ich mit meinem Mann Weihnachtseinkäufe machen. Wir wollen ins Kaufland fahren. Da werde ich euch wahrscheinlich ein Foodhaul drehen. Mal gucken. Weil es doch ein großer Einkauf werden wird. Und morgen Abend wollen wir ein bisschen auf den Weihnachtsmarkt. Vielleicht schneide ich von der Sequenz und von der
von morgen dann ein bisschen zusammen, weil heute werde ich wahrscheinlich nicht mehr vloggen. Ja, mal gucken. Dann schneide ich euch so einen Wochenendvlog zusammen. Ich denke, ich werde jetzt noch das Video mit dem Paket abdrehen. Lieben Dank, liebe Isabel, ich freue mich. Und ich werde das jetzt zusammen mit euch auspacken. Weil, scheiß drauf, was andere sagen. Die Isabel hat sich so viel Mühe gegeben. Und deswegen, let's go. So, hi ihr Lieben, ich grüße euch zu einem neuen Abschnitt. Ich habe ja voll das Doppelkind, voll peinlich. Ich sitze gerade am Bahnhof, oder ich stehe gerade am Bahnhof und warte auf meinen Sohnemann, der jetzt gleich mit seiner Freundin mit dem Zug ankommt. Die zwei kommen übers Wochenende zu uns. Irgendwie bin ich hier voll allergisch gegen meine Jacke, keine Ahnung. Ja, ich war heute Morgen schon um 4:30 wach. Dann habe ich meinen Haushalt gemacht, war mit Luna schon draußen und ja, dann war ich mit meinem Mann im Kaufland. Wir haben ein bisschen was fürs Raclette, fürs Weihnachtsessen gekauft. Ein bisschen was, oh, so knapp über 200 Euro. Upsi. Jetzt bin ich unterwegs und hole die zwei am Bahnhof ab. Dann will ich noch kurz tanken gehen, noch auf die Bank. Und dann muss ich noch Selinas Weihnachtsgeschenk abholen. Die habe ich jetzt nicht mit dabei, die ist beleidigt. Und wo fährst du hin? Habe ich gesagt, nichts, was dich angeht. Darfst du ja nicht sehen, weil schon die weiß ja, was sie sich gewünscht hat. Oder ob's, aber ob sie es auch kriegt, ist eine andere Frage. Deswegen, ja, muss ich mal gucken. Ich kann ja sagen, dass ich den Weihnachtsgeschenk geholt habe. Sie guckt ja das Video, zeigen tue ich es euch nicht, das zeige ich euch dann erst an Weihnachten, weil vielleicht bekommt sie ja was anderes, was sie sich auch noch gewünscht hat. Also von daher, lasst euch mal überraschen. Ja, genau, also die zwei müssten jetzt gleich eigentlich ankommen. Wir haben jetzt 13.52 Uhr, kurz vor zwei kommt der Zug. Ja, und dann fahre ich heim, dann werde ich vielleicht eine andere Hose anziehen und ein paar Leggings drunter. Da kommt der Zug übrigens, weil ich mit meinem Mann heute Abend auf den Weihnachtsmarkt gehe und im Mediamarkt möchte er noch vorbei. Der möchte sich noch gleich einen neuen Reiskocher oder irgendwas kaufen und eine Pfanne. Ja, ups, ich schreibe natürlich wieder Werbung rein. Ja, das wollte ich euch mal nur so kurz mitteilen. Vielleicht werde ich euch den Foodhaul, den wir heute gemacht haben, oder besser gesagt, die Sachen, die wir heute gekauft haben, wenn ich sie noch mal rauskramen kann aus dem Schrank, werde ich sie euch zeigen. Mein Mann hat gemeint, wir haben mehr ausgegeben. Er war ganz überrascht, dass wir so viel gespart haben. Tja, dank moi. ja, ich würde sagen, ich melde mich später wieder. Vielleicht kann ich euch ein bisschen was filmen vom Weihnachtsmarkt. Vom Kaufland habe ich leider nichts filmen können, weil mein Mann ja nicht in die Kamera möchte, muss man auch verstehen. Viele verstehen es nicht, muss man aber verstehen können. Und es war die Hölle los im Kaufland, echt total unübersichtlich. So viel 100 Menschen hier, keine Ahnung. Ja, aber vielleicht kann ich euch ein bisschen was vom Weihnachtsmarkt filmen oder ein paar Bilder machen. Dann guckt auf Instagram vorbei. Und ich würde sagen, ich melde mich später wieder, ihr Lieben. Tschüssi. Okay. Aber die Jungs, die wir trinken schon irgendwann. Aber weiß, die wir trinken. Ja, ja. So, hi ihr Lieben, ich grüße euch zu einem weiteren Abschnitt oder letzten Abschnitt von meinem Vlog. Je nachdem, das werdet ihr ja dann sehen, was die letzte Sequenz ist. Auf alle Fälle wollte ich jetzt mal diesen Vlog weiterführen oder auch beenden, da ich ja schon einiges gedreht habe, aber irgendwie nicht fertig werde vor lauter Rennerei und Stress und Arbeit. Deswegen versuche ich es jetzt mal heute. Und zwar hat mich jemand gefragt, hier, oder einen Kommentar geschrieben, auf deiner Heizung liegen ja Brot oder Backwaren. Ja, also für die, die mich schon länger verfolgen oder auch schon öfters geguckt haben, die wissen, was wir damit machen. Entweder wir lassen das trocknen
wenn es, das sind Brötchen, die sind jetzt nicht schimmelig oder irgendwas, sondern die sind nur 2 Tage alt, dann werden die auf die Heizung gelegt und werden die ganz hart gemacht, also ganz trocknen lassen. Und dann wird da dann draus Semmelbrösel gemacht. Das heißt, wenn man was zum Panieren hat oder zum Überbacken oder ja, wenn man einfach was füllen will, das wird dann damit gemacht. Das steht da oben, das Paniermehl. Und das wird dann aus den Backwaren gemacht. Ja. Weil der oder diejenige scheint sehr erschrocken gewesen zu sein, dass ich auf meiner Heizung Brotwaren habe. Ja, vielleicht kennt der oder die das aber noch nicht, dass man das so machen kann. Und wenn wir keine Semmelbrösel draus machen, dann kriegen es entweder die Hühner zum Picken oder es bekommen, wird rausgelegt für die Vögel oder es bekommen die Meerschweine und die Hasen zum Essen. Mhm. Genau, jetzt werden zwar wieder einige sagen, Brot und Brötchen sind nichts für Hasen, doch sind's, weil die damit ihre Zähne ein bisschen abnutzen können, weil sie das sonst nicht können. Genau. Ja, das war eigentlich das dazu. Ja, wie gesagt, ich wollte mal wieder einen Vlog online stellen. Ich bin schon froh, dass ich keinen Vlog-Mess gemacht habe oder keinen jeden Tag Vlog online stellen, weil das wäre total schief gelaufen, definitiv. Luna sitzt auch da draußen, die wartet, bis wir spazieren gehen. Ich darf nicht so laut reden, weil wenn sie das Wort spazieren hört, dann dreht sie vollkommen ab und will gleich rennen. Es ist nämlich ihre Zeit. Wir haben jetzt 12.45 Uhr. Wäschmaschine hört da, läuft. Spülmaschine ist fertig, die habe ich auch schon ausgestellt. Wäschmaschine muss ich heute noch, ja, ich denke noch zweimal anstellen, weil ich habe die Couchdecken frisch gemacht. Und ja, die trocknen zwar im Moment nicht so gut, weil ich habe ja keinen Trockner, aber ich habe im Moment Platz auf den Wäscheständern, von daher geht das. Ja, was wollte ich euch noch erzählen? Ich will versuchen, über Weihnachten auch ein bisschen einen Vlog zu drehen. Mal gucken, ob ich daraus einen Wochenendvlog mache oder einen Tag oder ein paar Tage zusammenschneide. Weil ich muss auch über Weihnachten und Silvester arbeiten. Ich kann euch also nicht versprechen, ich möchte mich nicht so weit aus dem Fenster lehnen, dass da auch was dabei rumkommt. Werdet ihr ja dann sehen. Ich habe ja einige Videos schon länger vorgedreht. Die könnte ich theoretisch auch online stellen. Darunter ist auch ein Themenvideo. Ich habe auch vorhin gerade ein Themenvideo gedreht. Ja, das letzte kann man nicht Themenvideo nennen. Eher so, ja, ein Video für mich. Ja, mal gucken, wie ich das nenne. Und aber ich wollte jetzt mal wieder ein Vlog machen und habe ja auch schon einiges im Vlog vorgedreht von ein paar Tagen und werde das dann zusammenschneiden, dass ihr einfach mal wieder einen Vlog von mir habt. Ja, weil ich schon lange keinen mehr hochgeladen habe. Genau. Was ist noch geplant für die Woche? Wir haben heute, glaube ich, den 19. oder 20. Ich glaube, den 19. Dezember. Wie gesagt, 12.45 Uhr. Lass mich kurz auf den Kalender gucken. Ich glaube, es ist der 19. Ja, es ist der 19. Selina hat heute den letzten Tag Schule. Die hat heute Frühstück, machen die, glaube ich. Und dann machen die noch einen Abschluss, wo sie dann so Lieder singen und so weiter. Und heute Mittag essen sie dann, schön mein Bild, ne? Und heute Mittag, die hat heute Ganztagsschule. Gestern hatten sie Wandertag, wollten sie machen, aber hat nicht so ganz funktioniert. Dann haben sie Spiele gemacht und durften dann schon in der Hälfte der Zeit heim. Heute, wo sie wirklich nur 2 Stunden Unterricht noch haben und ansonsten alles nur Spiele machen und essen und so weiter, da müssen sie den ganzen Tag in der Schule bleiben. Heißt, sie kommt also erst um 16.45 Uhr. Ja, genau. Also die hat heute ganztags und dann hat sie 2 Wochen Ferien. Keine Ahnung, warum mitten unter der Woche, aber naja, warum nicht?
Ja. Mein Großer muss auch arbeiten über Weihnachten, aber immer nur den halben Tag. Ich muss arbeiten, allerdings den ganzen Tag. Ja, mein Mann wird zwischen den Tagen auch arbeiten müssen, aber an Weihnachten natürlich frei, ich ja nicht. Und ansonsten, was ist geplant? Eigentlich nicht viel. An Weihnachten, also an Heiligabend, gibt es bei uns Raclette. Da freue ich mich das ganze Jahr drauf. Wenigstens was, wo man sich drauf freuen kann. Da wollen wir noch den Rest einkaufen gehen. Mein Mann wollte eigentlich die Woche noch Urlaub machen. Geht nicht, so viel in der Arbeit zu tun. Ja, jetzt müssen wir halt fahren, wenn er kommt. Ich habe die Woche noch ein paar Besorgungen zu machen. Ich muss noch 2 Pakete auf die Post bringen. Muss an mein Postfach. Und muss noch ein paar Sachen kaufen, weil mein Mann möchte unbedingt mit mir nach Frankreich fahren zum Einkaufen, weil er Schinken im Brotteig holen möchte. Ja. Ich bin mal gespannt, wie wir das alles noch geregelt kriegen. Ich habe noch keinen Baum, ich habe noch nicht alle Geschenke. Ich muss noch Geschenke einpacken, das werde ich jetzt machen, wenn ich mit Luna wieder zu Hause bin. Was verrate ich euch nicht und ich zeige es euch auch nicht. Das seht ihr dann, wenn die Geschenke ausgepackt sind. Wahrscheinlich, weil ich weiß, dass meine Kids die Videos gucken und dann wissen sie, was sie bekommen. Von daher wäre das ein bisschen suboptimal, wenn ich euch das jetzt zeigen würde. Weil der Video kommt ja vor dem Weihnachtsvideo online. Ja, also ich denke, ich werde den neuen Vlog morgen oder übermorgen anfangen, weil wir dann am Freitag nach Frankreich fahren, ich und mein Mann. Werde ich euch vielleicht mitnehmen, ist immer so ein bisschen schwierig in Geschäfte oder wenn mein Mann dabei ist zu filmen, weil man unterhält sich dann und wenn ich dann die Kamera raushole, dann denkt er immer, ja, eigentlich sollte man die Zeit anders nutzen und er möchte auch nicht vor die Kamera, das kann man auch verstehen. Ich zwinge auch niemanden, vielleicht seht ihr ihn irgendwann mal. Und ich denke, das muss man respektieren, wenn Leute nicht gefilmt werden wollen. Was wollte ich euch noch erzählen? Sonst kann ich euch nichts mehr sagen, was noch geplant ist. Wie gesagt, ich habe noch keinen Baum, ich habe noch nicht alle Geschenke. Das will ich vielleicht noch die Woche versuchen zu holen. Dann wollen wir nach Frankreich fahren. Ja, und ansonsten ist ja auch kaum was zu Hause zu tun. Ja, aber ich denke, das seht ihr dann alles im nächsten Vlog, wenn ich es einigermaßen mitfilmen kann. Ich habe heute mal auch ein bisschen Make-up aufgelegt. Vielleicht kann man das. Guck mal, ob ich euch herholen kann. Ob man das so sehen kann, ich weiß es nicht. Ich habe ja immer so Paletten, wo ich wechsle. Das heißt also, immer von denen, die ich oben habe, nehme ich mir immer 1, 2 mit runter, um mich dann fertig zu machen. Und dann wechsle ich immer so jede Woche mal durch. Auch mit dem Highlighter und so weiter. Ja, und gestern habe ich mir jetzt meine, kann ich euch gar nicht sagen, wie die heißt, und eine vom Action mit runtergenommen. Die vom Action hatte ich jetzt noch nie benutzt, die andere habe ich schon einmal benutzt. Ja, sind eigentlich ganz tolle Farben. Ich habe mir gedacht, so an Weihnachten kann man ein bisschen mehr dann sich schminken und auch so ein bisschen Glitzer und ein bisschen mehr drauf. Aber jetzt so im Moment für den Alltag finde ich das, was ich drauf habe, fast schon wieder zu viel. Ja. Aber ich denke, es ist okay. Ja, genau. So, ihr Lieben, jetzt habe ich aber euch fast 10 Minuten voll gequatscht. Und ich denke, ich werde jetzt in 10 Minuten den Vlog jetzt auch beenden. Ich weiß nicht, wie lang der wird. Ich weiß auch nicht, was alles zu sehen ist im Vlog. Das sehe ich jetzt erst, wenn ich ihn zusammenschneide. Ich weiß schon gar nicht mehr, welcher Tag, wann, wo war, wo ich gefilmt habe. Auf alle Fälle seht ihr, wo ich beim Einkaufen war, wo ich mit Selina im Müller war. Ja, ein bisschen was so wie immer Alltag. Ich glaube Spaziergang. Ich kann es euch nicht mehr sagen, definitiv nicht. Auf alle Fälle, bevor ich es vergesse, wollte ich euch mal noch kurz zeigen, was ich bisher im Adventskalender hatte. Das ist das alles hier. Das habe ich jetzt mal so ein bisschen
für euch hier aufgebahrt. Es ist aber noch nicht alles, weil wie gesagt, ist ja noch nicht fertig, der Adventskalender. Das hatte ich so im Adventskalender bis jetzt. Ich bin ganz zufrieden. An manchen Tagen sind 2, 3 Sachen drin. Ich habe ja noch andere Adventskalender, aber das erzähle ich euch und zeige ich euch dann alles, wenn es soweit ist. Wenn die Zeit dann wieder rum ist. Und ja, der Adventskalender wurde im Übrigen auch ausgelost. Hat eine Abonnentin von mir gewonnen. Liebe Grüße an dich. Und wir haben das so ein bisschen abgesprochen. Also es ist auf alle Fälle in jedem Kalender das Gleiche drin. Das heißt, sie hat die gleichen Sachen wie ich drin an den gleichen Tagen. Ich dachte, vielleicht ist es ein bisschen unterschiedlich, vielleicht von den gleichen Firmen, aber was anderes drin. Aber es ist alles gleich. Also nicht gleich wie letztes und vorletztes Jahr, sondern einfach nur der Kalender von diesem Jahr ist gleich mit den anderen. Genau. Dann wollte ich mich noch bei meiner lieben Doreen bedanken. Sorry. Tausend Küche an dich, Maus. Ich hoffe, dir geht's gut. Und dein Männer ist bald wieder bei dir, halt durch, du schaffst das. Sie hat mir eine liebe Weihnachtskarte zukommen lassen. Ich habe mich tierisch gefreut, ich habe mich erst gewundert, weil es ist eine echt schöne Schrift. Und dann habe ich aber auf den Absender geguckt und dann wusste ich, wer es ist. Ich werde mich auf alle Fälle noch persönlich bei ihr bedanken. Will euch aber die Karte kurz zeigen. Das ist die hier, die ist voll niedlich. Guck mal mit dem Rentier. Diese Löschmaschine, die hebt immer gleich. So. Das ist die hier, da hat sie reingeschrieben, hallo Süße, ich wünsche euch frohe Weihnachten und einen guten Rutsch ins neue Jahr 2019. Lasst es euch gut gehen, knuddel dich, deine Doreen. Die Doreen hat eine schöne Schrift und die Karte ist mega süß. Kommt auf alle Fälle in meine Kiste, weil ich habe ja so eine Kiste, wo ich meine Post von meinen Abonnenten und so weiter alles rein tue. Die kann ich euch, wenn ihr wollt, auch mal wieder zeigen. Ich hole die Briefe immer so im Jahr ein paar Mal raus und kram drin rum, lese mir nochmal alles durch und so, das mache ich eigentlich ganz gerne. Ich kann euch, wenn ihr wollt, schreibt es unten in die Kommentare, gerne mal die Kiste zeigen. Ja, das war das. Ich wünsche der lieben Lena gute Besserung auf alle Fälle. Halt die Ohren steif und wir hören voneinander. Ich wünsche der lieben Yvonne alles Gute und pass mir auf dich auf, mach dir nicht so viel Stress, weil du weißt, Stress ist nicht gut. Ich kann ein Lied singen. Ja, alle anderen, die ich auch grüßen möchte, grüße ich hiermit. Ihr Lieben, passt mir auf euch auf. Und sollten wir uns vorher nicht mehr sehen oder hören oder was auch immer, wünsche ich euch allen ein frohes Weihnachtsfest. Einen guten Rutsch ins neue Jahr, aber rutscht mir nicht zu dicht und nicht zu arg, weil ich weiß ja nicht, wie bei euch das Wetter draußen ist. Bei uns hat es jetzt eine Nacht lang Ruhe, Luna, eine Nacht lang geschneit. Sie sieht mal wieder den Postboten, muss gleich wieder Randale schieben. Hat es eine Nacht lang geschneit, allerdings war am nächsten Tag nur Regenwetter und so ein bisschen Graupel. Alles relativ schnell wieder weg. Luna, ist gut jetzt. Ich wollte es für euch filmen. Meine Mutter hat zum ersten Mal Schnee gesehen. Ich fand das total lustig. Ich habe mir die Haustür aufgemacht. Sie wollte rausstürmen. Wollte kurz in den Hof. Auf einmal sieht sie, dass der Untergrund ganz anders ist und hat dann erst mal so ganz langsam rausgedippelt. Dann ist er einmal den Hof rauf und wieder runtergewitzt. Und dann rumgehupft und dann bin ich mit ihr spazieren gegangen und das fand sie mega interessant. Also von daher war ganz lustig. Wenn es wieder schneit oder irgendwas, zeige ich euch das natürlich, dann seht ihr das mal. So ihr Lieben, das war so jetzt der kurze Rundgang, was ich euch noch sagen wollte. Ich werde mir jetzt Luna schnappen und mit mir spazieren gehen. Werde den Vlog schneiden, werde meine Geschenke einpacken. Und wir sehen uns auf alle Fälle im nächsten Video wieder, definitiv. Ich werde auch versuchen, wieder öfters Video online zu stellen. Aber im Moment, ja, ist einiges nicht so, wie es sein sollte. Gesundheitsmäßig, ich habe viel Stress, ich habe viel um die Ohren. Ich habe viel zu viel Arbeit und viel zu wenig Zeit vom Tag. Oder Tageszeit, ja. Keine Ahnung, ich hoffe, es wird wieder ruhiger. Und
In diesem Sinne, ihr Lieben, bis dann. Ich schätze, es gibt ein Vlog in Überlänge. Ich habe jetzt 16 Minuten gequatscht und das, was ich noch dazu schneide. Oh je, viel Spaß, nehmt euch was zu essen. Aber auf alle Fälle